Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Steerschwider Helpdesk. Natürlich an der Stelle mit Dirk Hilger freue ich mich drauf. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und heiße Sie somit herzlich willkommen heute. Das Webinar ist ja für Sie gedacht, deswegen können Sie jetzt schon Ihre Fragen in den Chat kopieren, reinschreiben, wie Sie möchten. Und in der Zwischenzeit werde ich einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was uns heute Dirk präsentiert bzw. inhaltlich anbietet, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Bitte nichts davon als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja? Okay, so die ersten Fragen kommen schon rein. Vorab hatten wir per E-Mail einige Fragen bekommen, die wir auch weitergeleitet haben, und das nutze ich doch gerne mal als Möglichkeit, den Bildschirm zu übertragen, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jo, genau, mit den Fragen, ne, die du per Mail geschickt hast, ich habe mir die angeguckt, aber die spielst du mir bitte dann nochmal zu. Also ich weiß, was da kommen wird. Ich weiß nur hier nicht einfach nie wohin mit dem Platz auf den Bildschirmen. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei den E-Mail-Fragen. Deswegen, also gelesen sind die, aber halt eben, die stehen jetzt hier bei mir nicht irgendwo auf dem Schirm. So, dann sage ich mal Tag, hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar live und in Farbe mit die Frisur sitzt doch. Ja, das täuscht. Die Kamera sitzt, ja, die sitzt noch vom von der World of Trading, von den ganzen Webinaren ist die ein bisschen anders geparkt als sonst. Aber so sieht man wenigstens halt, dass Abend ist. Ne? Ist ja auch nicht so schlecht. So ein bisschen Dunkelstimmung. Und ja, gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Genau, also wie der Nelson schon gesagt hat, einfach Fragen rein damit. Wir machen das, was zeitlich reinpasst, und versuchen das so gut wie möglich zu beantworten. So, eine Sache weiß ich auswendig aus den Mails. Und zwar war das halt mit den FIBOs. Moment, bei mir geht nämlich hier mein Stream Deck nicht. Ich muss das hier manuell umschalten. So, funktioniert aber, ne? Gut, also, da war die Frage, wobei ich mich da so ein bisschen wundere über den Fragesteller, weil der taucht nämlich an drei Ecken auf. Das finde ich irgendwie nie so klasse, wenn eine und dieselbe Frage irgendwie über alle Support-Kanäle kommt, ja, damit wird sie nicht wichtiger, sondern ja, sie ist einfach nur öfters da, aber mehr halt nicht. Und zwar ist das die Sache mit den FIBOs, wo dann halt die Frage war, wenn man zum Beispiel Vortages-FIBOs halt einschaltet, ja, hier am Vortag, und dass die ja dann halt irgendwie auch schon mal falsch rumstehen. Ja, das halt irgendwie dann wie jetzt hier, ist es jetzt richtig, weil der Vortag war long. Also ist die Extension halt oben entsprechend als 161 und nicht als Beispiel als minus 161. Ganz ehrlich, das hat in den 4 Jahren, wo es den Stereotrader gibt und diese Funktion, das ist noch keinem Menschen aufgefallen, es hat noch keinen gestört und mich ehrlich gesagt auch nicht. Und klar, es ist andersrum, wäre es richtig, ja, wenn jetzt halt irgendwie, wenn der Vortag als Beispiel halt short ist, short gewesen wäre und dass dann natürlich die Extensions eigentlich andersrum sein müssten, ja. Aber wie gesagt, das ist einfach noch nie ein Thema gewesen. Und von daher ist das halt so, wie es ist. So, weißt du, heute ist ein Bad Hair Day. Genau, Nelson, ne? Das war die eine. Aber wie gesagt, ich habe sie über drei Kanäle bekommen. Und ja, muss nicht sein. Es reicht doch, wenn die einmal kommt. Dann bleiben wir auch bei der E-Mail. Da waren nämlich noch zwei Fragen. Und zwar eine Frage war dann noch, was eingestellt werden muss, um History Trading auf dem MT5, damit History Trading auf dem MT5 funktioniert. Genau, funktioniert gar nicht. Kann man einstellen, was man will. Es geht nicht. Es gibt zwar, ich glaube, in der Beta-Version ist es freigeschaltet, so ein rudimentäres Ding, aber es funktioniert einfach nicht. Ne? Also weil dazu halt im MetaTrader 5 die Funktionen halt fehlen, um das so abzubilden wie im MetaTrader 4. Geht also gar nicht. Aber ist ja auch kein Problem. Ich meine, dann geht man halt auf den MetaTrader 4 und der Funktionsumfang ist ja halt im History Trading wäre ohnehin derselbe beziehungsweise der gleiche. Und von daher sollte das eigentlich jetzt nicht weiter tragisch sein.
Aber steht aber auch, glaube ich, im Manual so drin, ne? Dass es halt nur im MT4 geht. Dann versuche ich dann aus dieser E-Mail die letzte Frage korrekt zusammenzufassen. Und zwar, wenn zwischen den Märkten oder zwischen den Konten gewechselt wird, dann passiert Folgendes. Einmal wird der Chart-Hintergrund und die Kerzen schwarz oder der Chart springt von Kerzen auf Balken oder die Werkseinstellung wird zurückgesetzt und die individuellen Einstellungen gehen verloren. Ja, ist bekannt. Ich würde generell vorschlagen, immer wenn man zwischen Konten wechselt, ich würde immer, also ich arbeite ja halt zum Beispiel mit Profilen. Das heißt, ich würde dann halt zum Beispiel hingehen, würde dann halt hier Profil, dann halt einfach irgendein anderes dann halt wählen, was weiß ich hier, auf Default dann halt gehen oder was auch immer, sodass alle Charts zu sind, dann das Konto wechseln und dann entsprechend das Profil nochmal starten. Das ist eigentlich die sicherste Variante, die man machen kann, beziehungsweise die man halt irgendwie, also so sollte man halt generell einfach verfahren, ne? Also wie gesagt, ich bin halt hier, was habe ich hier? Profil heißt Block hier bei mir, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Default gehe, ne? So, keine Ahnung, was da jetzt kommt, nichts, so, und dann könnte ich jetzt halt hier einfach das Konto dann halt wechseln, ja, und dann halt, aber wie gesagt, kann ich jetzt hier nicht, weil ich nicht mehrere Konten da drin habe, die jetzt hier funktionieren würden. Und dann entsprechend nachher nochmal zurück auf das Profil, was man halt vorher hatte. Und dann sind die Einstellungen auch auf jeden Fall da. Also so mache ich es halt immer. Und also oft wechselt man ja zwischen Konten auch nicht. Aber klar, sollte natürlich anders gehen. Aber das ist auf jeden Fall die Variante, wie man es halt machen sollte. Okay, dann kommen wir zu der nächsten E-Mail. Und zwar, jetzt muss ich selber mal raussuchen, weil hatte ich jetzt auch nicht hier. Und zwar war eine Frage, hier muss ich tatsächlich vorlesen, ist aber auch nicht so lang. Am Rand der Orderleiter werden mehrere Long-Positionen angezeigt. Klickt man eine dieser Positionen an, so werden Entry, Gewinn und Verlust und so weiter im Chart und Panel bei Position angezeigt. Mit Klick auf Schließen kann man nun diese eine Position im Buy-Position-Feld beenden. Jetzt kommt es aber vor, dass das Menü Buy-Position im Panel nicht angezeigt wird, nur Order bearbeiten. Um diese Position zu schließen, muss man nun in das Journal des MT4 wechseln. Ja, kann ich aber so nicht reproduzieren, ne? Also gemeint ist ja halt, dass die Geschichte hier, ne? Und wenn ich da halt, Moment mal, oder kann ich es jetzt vielleicht doch? Ich weiß, dass es halt irgendwie seit dem letzten Update gibt es mit den Punkten nämlich hier irgendwie. Ist das gemeint? Also das, was ich jetzt hier gerade mache, dass das nicht reagiert? Das Das müsste könnte. dann der Fragesteller natürlich da nochmal konkretisieren, falls der anwesend ist. Ja, Ja, der genau. Fragesteller schreibt ja. Ja, ne, also ich sehe es gerade selbst. Also wenn das, man sieht es ja gerade, ne, wenn das irgendwie genau auf der Break-Even-Linie liegt, dann funktioniert es nicht. Das ist, scheint wohl so zu sein. Ne, also hier geht es ja jedes Mal. Das heißt, ich habe ja dann hier meine Buy-Position, die ich ja dann halt schließen kann. Ne, und aber sobald, ich kann es mal versuchen zu provozieren, kaufen wir uns hier mal kurz zu Tode. Mal gucken. Naja, noch geht's, aber also wenn es genau drauf liegt, geht es scheinbar nicht. Muss ich mir mal angucken. Also wie gesagt, ich weiß, dass mit denen halt irgendwie seit der letzten Version, scheinbar sowieso irgendwie, manchmal schieben die sich halt auch irgendwo in der Gegend rum, wo sie gar nicht hin sollen. Und könnte sein, dass es damit auch zusammenhängt. Ja. Okay, aber generell, ne, sieht man ja, ne? Was? Nein, hängt mit Frage 3 zusammen. Der Horst. War das wohl? Die ich persönlich habe die jetzt hier nicht vorliegen, deswegen kann ich jetzt nicht darauf zugreifen auf Frage 3. Vielleicht die Frage für kurz in den Chat dann hier reinstellen, da können wir entsprechend da anknüpfen. Gucken hier. Ja, ne? Hier halt wieder. Genau, also wenn es genau drauf liegt, irgendwie, dann scheint es nicht zu funktionieren. Alright. Okay, der Fragesteller wird ein Video erstellen, um das genauer darzustellen. Dankeschön.
Gut, dann kommen wir zu der letzten E-Mail, die ich oder die wir erhalten haben. Und zwar geht es um den Punkt MIT und das Attribut RV. Auch hier muss ich ganz kurz vorlesen, ist aber auch nicht so lang. Bei deaktivierter MIT-Funktion werden Limit Orders mit aktiver RV-Schaltfläche versehen. Bei aktiver MIT-Funktion werden Limit Orders mit deaktiver RV-Schaltfläche versehen. Jetzt der entscheidende Punkt. Trotz aktiver RV-Schaltfläche erfolgt nur die Schließung der Gegenposition und keine Positionsänderung. Long Short. Stattdessen wird fast zeitgleich vom Sale Trader ein Kaufverkauf ausgelöst. Welches Handelsinstrument? In dem Fall war es auch ein CFD, der DAX war das. Welcher? Das ist nämlich genau der, da wollte ich nämlich mit dir auch noch reden. Also Okay. mir ist nämlich da was aufgefallen, Mini nicht, aber zum Beispiel im US30 ohne Mini, also in dem normalen, und ich vermute mal, im DE30 ist das halt DAX Mini DAX. schreibt der Fragesteller. Das kann man ja halt hier nachprüfen. Also der hier quasi, ne? So, also grundsätzlich ist, ich hoffe mal, das ist verstanden, warum die RV das Attribut gesetzt ist, bei deaktiviert, bei der Limit Order, ne? Also wie jetzt in dem Fall, da ist es halt immer sofort aktiviert. So, der Hintergrund ist halt der, weil diese Order, wenn MIT ausgeschaltet ist, landet ja beim Nelson, ne? Das heißt, der Nelson, der hat die dann auf seinem Computer quasi, beziehungsweise auf dem Server natürlich von FX Flat. So, und die könnte jetzt als Beispiel ja nicht dazu führen, dass zum Beispiel eine Long-Position teilweise geschlossen wird. Würde nicht gehen, weil die wird ja vom Server ausgeführt. Deswegen ist dort immer so vorgesehen, dass die ganze Geschichte dann halt einfach direkt gedreht wird. So, das ist halt der Hintergrund von der ganzen Sache. So, das halt nun mal generell. Und deswegen, wenn die halt aktiviert ist, also das MIT aktiviert, und dann kann ich halt auch RV machen, wie ich will. Sag mal, richtig klicken sollte man schon. Ja, dann kann ich die halt auch entsprechend ein- ausschalten, weil die landet ja nicht auf dem Server. So, und jetzt sagt er aber, das, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das ist natürlich jetzt die Frage, der Markt da jetzt mitspielt, vor allen Dingen gerade jetzt im DAX. Ob das so ohne weiteres funktioniert. So, das heißt, wenn der jetzt halt hier runterkommt und ich würde als Beispiel Reverse machen wollen, ich möchte nur auf die paar Punkte warten wir jetzt 3 Stunden. Das ist wahrscheinlich jetzt der Haken an der Geschichte. Und dann sagt er halt, wird halt nur die Position geschlossen, aber eben auch jetzt nicht. Und Genau, ich glaube, ich versuche mal das wiederzugeben, was der Fragesteller uns telefonisch auch mitgeteilt hatte. Jetzt war die Frage, wenn derjenige eine Position jetzt hat, wie du jetzt zähl, ich kann jetzt die Ordergröße nicht sehen, 1,0, glaube ich, ne? ja, Kann das genau. sein? Ja, wenn er jetzt eine Buy-Limit reinsetzt, ebenfalls mit 1,0 und aktiviert RV, wird dann die Position umgedreht oder entsprechend, wie es beim Kunden war, einfach nur geschlossen. Ja, ist es als MIT oder nicht MIT-Order? Weil die sollte Das schon gedreht war werden, so oder so. nicht, da kann der Fragesteller noch mal kurz reinschreiben, nicht MIT. Okay. Ja, also ne, das scheitert hier jetzt wahrscheinlich an der Vola, die ganze Geschichte. Aber generell sollte das in beiden Fällen natürlich halt das Gleiche halt auch. Als Limit oder Stop Order? Das wäre jetzt auch mal noch die Frage, ne? Also so wie du das jetzt tatsächlich jetzt da hast, wurde die Position dann beide Positionen einfach nur geschlossen und nicht umgedreht tatsächlich. Ja, okay. Also grundsätzlich, dass die Order natürlich ausgeführt wird, das ist natürlich richtig. Also, ne, weil das dann macht es halt in der Historie, sieht man dann, da geht kurz eine Position auf und dann halt wieder flat.
ne, weil der Stereotrader dann halt ja versucht, entsprechend die Verrechnung nachträglich halt vorzunehmen. Also ist natürlich generell nicht optimal. Das heißt, sollte man so oder so ja halt nicht unbedingt verwenden, ne? Also gerade wenn man halt eben die Attribute halt nutzt von den Orders. Aber ich fürchte, ich muss mir das angucken, ne? Weil das kriegen wir hier nicht. Bringen die Punkte an die Orderleiter. Also okay, das ist ein anderes Thema. Ne, wir kriegen es jetzt hier wohl nicht hin. Also rein von der Wohler her halt. Ne. Aber werde ich mir auf jeden Fall natürlich merken. Hier gerade mal ein paar Notizen machen. Muss ich mir mal angucken, die Geschichte. Okay. Also aber Gut. mit, also jetzt ohne MIT geht es aber, ne? Also ich denke mal, das ist ja vermutlich, steht da jetzt ja kein Problem. Oder? Sagt keiner mehr was. War die Frage jetzt an mich gerichtet oder an den Fragesteller? Das Ja, so. eigentlich an den Fragesteller, Okay, aber. also die schreiben, weil eine andere Teilnehmerin hat das ebenfalls bestätigt und sie Ja. sagt, nein, geht nicht. Aber ohne Tja. MIT geht doch. Ja, mit MIT ist alles okay, das meinte ich ja, ne? Da steht es ja auch. Ja, Ja, genau. genau. Und sie sagt, geht nicht. Doch, ich sagte, klar geht das. Glaube ich nicht. Also das würde mich sehr wundern. Das würde ja, dann würde ja die ganze Funktionalität nicht funktionieren. Das wäre mir jetzt neu. Aber da vielleicht wirklich nochmal genau gucken, ob das wirklich so ist, ne? Weil hier der ursprüngliche Fragesteller sagt ja halt auch, mit MIT alles okay, nur ohne MIT entsteht das Problem. Und das sollte halt auch eigentlich so sein. Genau, doch hier nochmal bestätigt. Okay, ich schreibe mir das mal eben auf. Okay. Gut. Gut, dann habe ich alle E-Mails bearbeitet und Die hatte ich aber tatsächlich nicht auf dem Schirm, irgendwie komischerweise ist mir irgendwo wohl durchgegangen. Die anderen waren soweit bekannt. alles gut, haben wir jetzt besprochen, nichts ist untergegangen und dann kannst du dich jetzt im Chat austoben. Oh je, okay. Fangen wir mal oben an, ne? Ich hoffe mal, das ist jetzt hier zeitlich alles halbwegs Ja, richtig hier. ich schau mal mit drauf. Also, wäre es. Okay, die 18 Uhr lassen wir weg, ne? Klaus, von dir, das sind ja eher irgendwie Verbesserungsvorschläge, die ja hier nicht unbedingt jetzt. Habe ich auch schon mal überlegt, das nur am Rande. Lieber Klaus, und Ja, Klaus hat jetzt am Ende nochmal was hinzugefügt zu seiner Frage. Das geht über okay. das Setup-Menü, sagt er. Das geht über was? Setup-Menü, okay. Ja, gut. So, also. Ich habe das Problem im MT4, dass ich für verschiedene Positionen im gleichen Medium keines unterschiedlichen Stops setzen kann. Was ist mit Medium gemeint? Das schreibt die Elke. Wahrscheinlich irgendwie das Symbol ist damit gemeint. Für verschiedene Positionen. Ja, also generell, ne, das sind ja so grundlegende Sachen. Das heißt, also ich habe ja im Stereo-Trader grundsätzlich in der Voreinstellung ist ja der Stereo-Future-Mode. Ne, das heißt, alle Positionen, ne, wenn ich jetzt hier irgendwie mehrere, ich gehe lieber gleich nochmal auf den DAO, jetzt hier drei Positionen aufmache und ich verschiebe halt den Stop, dann kann ich die nicht für die Positionen separat verschieben. Das ist aber auch so gewollt in diesem Modus, ne? Weil der Modus ist ja halt die Geschichte hier im Setup der bei Trading Stereo Future. Das heißt, dort habe ich eine Verrechnung. Das heißt, alle Positionen werden akkumuliert und dem Stereo Trader beziehungsweise dem Trader an der Stelle, der das halt handelt, dem ist ja das ja auch insofern dann halt egal, ne? Weil der sieht ja nur, ich habe 0,4, so ob das jetzt aus einer Position besteht oder aus vier einzelnen, das ist wurscht, ne? Sondern es wird ja immer als Gesamtes dargestellt und der Riesenvorteil ist halt eben hierbei auch,
dass man halt zum Beispiel genau solche Geschichten machen kann, wie zum Beispiel Teilauflösungen mit irgendwie Orders, außer MIT ist aus, dann hat man das nicht. Also Teilauflösungen mit Orders oder dass ich halt zum Beispiel hier auch jetzt einfach, ich bin 0,4, bin ich jetzt halt short und wenn ich 0,2 kaufe, so, und dann kümmert sich das Day Trader darum, herauszufinden, ob das jetzt einzelne Positionen sind, eine große, die er halt umbauen muss, ne? Und deswegen ist da natürlich der Stop nicht separat versetzbar. Das ist aber, wie gesagt, so gewollt. Das ist ja ein ganz normaler Modus, wie auch zum Beispiel im Future gehandelt wird. Wenn man jetzt aber unbedingt mit Einzelpositionen arbeiten will, stellt man das einfach um auf Single Hedge. So, und dann gibt es erstmal eine Warnmeldung. Sollte man unbedingt nicht machen, während ein Trade auf ist. So, und dann habe ich hier halt auch Zugriff auf meine unterschiedlichen Positionen. Ja, und dann kann ich die alle einzeln managen. So, dann ist aber auch hier die ganze Technik natürlich eine andere, weil ich dann halt mich auch auf jede Order hier separat dann auch entsprechend beziehen muss. Beziehungsweise da gibt es hier im Pool gibt es nur noch Schließen. Ja, da gibt es auch dann irgendwie keinen Trading-Stop mehr für den ganzen Pool und so weiter und so fort, weil es ja halt eben alles einzeln ist. Ja. Und das ist halt eben der Hintergrund davon. Das ist aber, wie gesagt, einfach ein völlig anderer Modus. Ne? Und entsprechend ist halt die Voreinstellung ist immer Stereo Future. Und das ist auch so gewollt. Ob das auch geht, wenn VPOC aktiviert ist, klar. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Weil der VPOC ist ja nur eine Anzeige und dem ist das egal, wie das gehandelt wird. Ne? Das ist nur die Bezeichnung Stereo Future, weil der klassische Future-Handel funktioniert halt so. Ne? Und Aktienhandel ja genauso. Dort habe ich ja keine einzelnen Positionen. Dort habe ich halt irgendwo ein Average, wo ich dann halt gekauft habe, so und so viele Kontrakte. Und das wird halt eben abgebildet. Ne? Das nennt man Netting einfach. Und alles andere, wenn mit Einzelpositionen gehandelt wird, wie im MetaTrader, wie sie halt da auch Standard ist, das ist halt dann das klassische Hedging. Und deswegen heißt der Modus auch Single Hedge. Okay, so. Dann gucken wir weiter. Der Lars um 18.02 Uhr. VPOC bin ich leider wirklich der falsche Ansprechpartner. Lieber Lars, das kann der Timo viel besser als ich. Ja, ich kann da was kurz ergänzen. Ja. Ich kenne leider die Antwort nicht, aber seit heute gibt es eine neue Version. Da ist eine Funktion freigeschaltet worden oder ergänzt worden. In den Einstellungen Network Timeout in Millisekunden. Und da hat uns Timo mitgeteilt, man sollte dort eine größere Zahl mal ausprobieren, also entweder 3.000 oder 4.000 und uns dann gerne, also FXFET an Service, uns gerne da mal ein Feedback geben, ob es dadurch Verbesserungen gibt. Ja? Siehst du, das wusste ich noch nicht mal. Ich wusste nicht mal, dass es ein Update gibt. Okay. Also, gut. Ne? Also dreht sich hier um VPOC. Wie gesagt, da bin ich leider so ein bisschen der falsche Ansprechpartner dabei. Betrifft an der Stelle MetaTrader 5. Okay, Sebastian, das Gleiche. Aber da kann ich was zu sagen, ganz kurz. Sebastian sagt, ab H1 zeigt mir das Tool keinen VWAP mehr an und keinen OWP. Ja, ich würde generell ab H1 überhaupt gar keinen VWAP mehr anzeigen, weil der nicht mehr genau berechnet werden kann. Ne? Also mich würde eher erstaunen, wenn das überhaupt noch irgendwie da ist, beziehungsweise eigentlich macht das halt leider wirklich wenig Sinn. Und also den im H1 noch irgendwie darzustellen. So, und dann schreibt er hier noch, im Future zeigt mir der VPOC in keiner Zeiteinheit den VWAP an. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich weiß halt, dass ich meine, wenn ich den jetzt hier draufziehe, funktioniert es halt. Ne? Das ist ja halt immer das Problem. Deswegen scheint das halt irgendwie speziell zu sein. Da bitte nochmal lieber an den Support schreiben. Weil ich kenne halt eher so die allgemeinen Geschichten, was halt eben den, was das VPOC halt angeht, aber nicht die ganzen Feinheiten. So.
Ich kann weder im MT4 noch im MT5 Teilpositionen per Order bearbeiten, managen. Sehe ich nicht. Andreas, da bitte nochmal nachlegen, was damit gemeint ist. So, Gruß aus Regensburg. Schönen Gruß zurück aus Köln an den Roland. Ja. Dann gehen wir so von oben nach unten durch. Jo, der Michael hat nochmal was zu den vielen Kanälen geschrieben. Nein, nein, alles gut. So, Moment. Nelson, wenn du schneller bist, Dann, hau wir einfach wären jetzt noch. bei 18:14 beim Horst. Okay. Wie kann man Auto-Exit im Future-Mode von Prozent auf Punkte umstellen? Im Stereo-Hedge geht das mit Punkten. Ja, geht im Stereo-Future-Modus nicht. Also kurze, knackige Antwort. Ich weiß nicht mehr, warum das so ist. Wurde aber irgendwann, das war mal da drin, ist aber dann rausgeflogen, weil, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Hat aber irgendwo seinen Grund gehabt. Aber generell, weil halt generell auch diese ganze Punkteverrechnung, ne, immer so ein bisschen tricky ist. Also daher, weil halt im CFD, im Future ist es einfach, ne? Da ist ein Punkt, ist ein Punkt, beziehungsweise ein Tick ist ein Tick. Und CFD, da kann man sich drüber streiten, was letzten Endes eigentlich überhaupt ein Punkt ist. Also, weil die Diskussion fängt immer dann an, wenn ich zum Beispiel halt eine gesamte oder wenn ich mir eine Position aus mehreren Teilpositionen zusammenschraube, die alle unterschiedliche Größen haben. So, dann ist die Frage, was ist dann ein Punkt? Ne? Das geht so lange, diese Rechnung, bis ich halt wieder eine davon auflöse, beziehungsweise halt einen Teilverkauf mache. Und dann ist die Frage, was ist jetzt dann eigentlich noch ein Punkt, umgerechnet auf die Position? Das funktioniert halt so ohne weiteres nicht. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum das da rausgeflogen ist aus dem Future Mode, weil es einfach halt zu ungenau ist, das mit CFDs entsprechend halt darzustellen. Oder beziehungsweise man hat einfach keine feste Bezugsgröße. Das ist halt der Haken an der Sache. So, also könnte man dann irgendwie sagen, ja gut, dann rechnet man mit dem kleinsten CFD, ja, irgendwie mit 10 Cent pro Punkt und sagt dann halt, ja gut, wenn ich 10 Euro vorne bin, sind das dann halt eben entsprechende 100 Punkte. Könnte man so machen, ne? Aber macht es dann halt auch nicht unbedingt irgendwie einfach, sobald die Position dann halt größer wird. Aber so wäre es halt zum Beispiel im Future, weil dort ist es immer klar, ne? Was halt eben, weil dort der ein Future-Kontrakt kostet eben so und so viel und das war's, ne? Und wie gesagt, könnte man hier auch so machen, dann würden wir aber halt über merkwürdige Punkte reden. Aber im Stereo Trader ist ja halt generell so, dass der Punkt, was halt die Definition dessen, was ein Punkt ist, ist ja daran angelehnt, was halt eben das Underlying ist. Und ein DAX-Punkt ist halt DAX ist halt ein Punkt, ja. Und also wenn der DAX hier 13.119 bis 13.120 ist eben ein Punkt. Und es wird ja halt immer versucht, entsprechend mit der Positionsgröße das so umzurechnen, dass es halt halbwegs passt. Es wird aber nie genau passen, allein schon wegen Rundungsfehlern und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen der Haken an der Geschichte. So, okay, nächster. Nelson, bist du schon soweit? Hast du schon eine? Ja, Hier um da die. war ja eine größere E-Mail, aber da ging es ja um diese Quadrate, verschiedene Positionen, das hattest du ja besprochen. Das wolltest du ja nochmal anschauen. Dann sind wir tatsächlich jetzt bei 18:17 Uhr. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Markus, meinst du? Mhm. Das kann, also das, an was kann es liegen, wenn ich MT4 inklusive Stereo-Trader starte, die Kurse einfrieren, keine Rückmeldung mehr erhalte? Muss 1, 2C. 1, 2C. Ja, kann 1000 Ursachen haben, ne? Also ich meine, die Regel ist es natürlich nicht, weil bei mir läuft das Ding als Beispiel wirklich wochenlang durch teilweise passiert nichts. Ich habe es aber halt auch schon erlebt, dass es halt mal vorkommt. Und ich habe das Thema schon rauf und runter diskutiert bei MetaQuotes im Support und da auch irgendwie schon Testquotes dazu geschrieben. Es gibt irgendwie in sporadischen Abständen, scheinbar von irgendwie gewissen Wochen, Tagen, gibt es immer wieder Probleme mit der Kursdatenversorgung und wo halt einfach keine Kurse kommen oder verzögert werden oder weiß der Geier was.
Und wenn man genau so einen Tag erwischt und dann, und das hält, geht dann meistens irgendwie so ein, zwei, drei Tage und dann ist wieder alles normal. Und dann hat man halt manchmal dieses merkwürdige Phänomen. Das ist mir ein absolutes Rätsel leider. Also die Regel ist es sicherlich nicht. Wenn es die Regel ist, dann würde ich aber auf jeden Fall woanders ansetzen, weil das ist sollte es auf keinen Fall sein. Also wenn das sporadisch mal vorkommt, okay, aber die Regel sollte es auf gar keinen Fall sein. Das ist halt klar. Ja, eins mal schließen, dann geht's wieder. Könnte wirklich an der Pufferung von den Kursdaten da halt hängen. Eventuell auch die Symbole, Anzahl der Symbole in der Ja. Marktübersicht auch reduzieren. Ja, es kann tausend Ursachen haben, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. So, Dann geht es ja. 18:23 von Rupert weiter. Also die Frage ist ja eigentlich, also ja, der Rupert fragt, wie kann ich mit dem Stereotrader Außenstehende behandeln? Die Frage sollte ja eigentlich eher sein, wie kann ich sie darstellen? Und das würde ja nur gehen über ein separates Add-on. Ich glaube, vom Timo, die Toolbox von Timo, die kann sowas entsprechend darstellen. Und aber halt im Stereotrader selbst halt nicht. Ich meine, handeln kann man ja so oder so, aber die Darstellung im Stereotrader selbst existiert nicht. Okay. So, dann hatte der Lars nochmal gefragt bezüglich der Zahl im VPOC, also VPOC-Eigenschaften und dann in dem Reiter Eingaben ist es ganz unten der letzte Punkt, Network Timeout in Millisekunden. Jupp. Gut, so. Dann 18:06 und nee, 24. 8:24. Ja. Meine Frage, ich nutze Stereotrader im M1 2015 mit diverse Chart, FIVO und FIBO. Wie kann ich die Konfiguration speichern? Sobald ich den MT5 schließe, sind alle Konfigurationen weg und nochmal alles konfigurieren. Nö, also, ne? Das ist so nicht richtig. Also, wenn ich halt, egal was ich jetzt hier einstelle, wenn ich das zumache und wieder aufmache, ist es da. Nicht weg. Und wir haben dann mal halt tatsächlich schon mal den Fall gehabt, wo dann halt irgendwie nachher alles weg war. Aber das liegt nicht am Stereo-Trailer. Also, ich behaupte jetzt mal, kannst du ja mal versuchen. Ich muss ja nicht den ganzen MetaTrader 5 zumachen, sondern eigentlich reicht der halt auch, wenn ich kann hier einfach mal alles einschalten. So, nochmal gucken. Selbst wenn ich den Chart zumache. So, wenn ich den Chart zumache und wieder aufmache, sollte das eigentlich einfach mal hier ganz normal beenden. Ich hatte den DAX auf, ne? Ja. Und dann ist das alles da. Ne? Also das stimmt so eigentlich nicht. Und wenn man so ein Phänomen hat, dass immer alles weg ist, dann liegt es eigentlich daran. Es gibt so ganz schlaue Serverprogramme, ne? Die halt dann irgendwie ständig irgendwelche Sachen aufräumen, wo sie der Meinung sind, brauche ich nicht. Also das habe ich ein, zweimal gesehen, irgendwie bei Anwendern. Und aber generell werden die Sachen ja gespeichert. Es wird immer gespeichert pro Symbol und Konto. Jetzt nicht pro Zeiteinheit, das natürlich nicht, aber halt pro Symbol und Konto wird es eigentlich gespeichert. Okay. So, dann genau, 26 geht's weiter. Ja, im MT5, richtig, zeigt der Stereotrader ab und zu keine Gewinn und Verlust im letzten Trade an. Ich weiß. Das ist leider tatsächlich ein Bug, der bekannt ist und der sich irgendwie mit einer der letzten Versionen irgendwie eingeschlichen hat, ist bekannt. Also weiß ich, ist blöd und wird natürlich so schnell wie möglich behoben. Also das steht auch ganz oben auf der To-Do-Liste bei mir, das Problem, ganz klar. Ja, also wie gesagt, keine Sorge, es ist keine lokale Geschichte und es ist auch nicht die Person vor dem Computer schuld, sondern das ist meine Schuld. So. Dann haben wir noch.
Leider bleibt die Darstellung der Position immer an der gleichen Stelle. Ja, ne, das ist halt auch so ein Ding. Das hat sich irgendwie mit dem letzten MetaTrader-Update, glaube ich, da sind wieder irgendwie komische Sachen passiert. Schreibt der Horst, leider bleibt die Darstellung der Position immer an der gleichen Stelle im Chart, wenn man die Skala des Preisbereichs verändert. Also gemeint ist das hier, obwohl ich habe das irgendwie auch noch nie reproduziert bekommen. Ne? So. Also das hier der Punkt hier, ne? Es ist immer so ab einem bestimmten Punkt oder Moment besser gesagt, bleibt er halt irgendwie im Chart stehen an der Stelle, wo er nicht hingehört. Ich konnte bis jetzt noch nicht reproduzieren, wann das passiert. Ist mir aber auch schon aufgefallen. Zeiteinheit ist es, glaube ich, auch nicht. Skala auch nicht. Also irgendwie geht es und irgendwie doch nicht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schräg. Also wenn da jemand irgendwie schafft, das mal zu reproduzieren, wann der Punkt nicht mehr da ist, wo er hingehört, da wäre ich echt dankbar drum. Weil das ist, ich habe es wie gesagt auch schon gesehen, aber reproduzierbar, wie man sieht, ist es überhaupt nicht. Ne? Das ist halt echt ein bisschen strange. Warum kann man den Trail beginnen? Also ich gehe mal hier auf 1829. Zum Ercolino. Warum kann man den Trailbeginn nach Eröffnung einer Position nicht mehr ändern? Doch. Also, da bräuchte ich auch mal irgendwie ein konkretes Beispiel, wo das halt irgendwie sein soll. Weil generell Trailbeginn, ne, steht jetzt hier mit 48 Punkten. Ich kann den ja ändern, wann und wo ich will. Ne? Also, sehe ich jetzt leider nicht so ganz die Frage. Vielleicht da nochmal nachhaken. Nochmal nachlegen. Die Elke. Also, sie fragt, kann ich irgendwie verhindern, wenn ich eine Long-Position habe, die auch im Plus ist und beim gleichen Instrument eine Short eröffnen möchte, dass die Long automatisch schließt? Ja, und zwar genau wie vorhin erklärt. Ne? Also, wenn man halt irgendwie in zwei Richtungen gleichzeitig handeln möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also im Future-Modus natürlich nicht, ne, weil der ist ja genau, der will ja genau das nicht, sondern der sagt ja immer nur, du bist entweder Short oder Long, nie beides. Ne? Und dafür gibt es, wie vorhin halt gezeigt, den Single-Hedge-Modus. Damit kann ich das verhindern. Es gibt auch noch einen ganz komplizierten Modus. Das ist entsprechend der hier, Stereo Future, Quatsch, Stereo Hedge Mode. Dort kann ich akkumulieren in zwei Richtungen. Ne? Das heißt, ich habe aber ein doppeltes Panel und also doppelte Statistik, quasi wirklich alles doppelt. Da muss man schon irgendwie sich ein bisschen mit befassen, um das Ding halt wirklich dann auch zu verstehen. Also da ist natürlich die Verrechnung nicht möglich. Dort wird akkumuliert in zwei Richtungen. Das ist die Variante. Die einfachste Variante finde ich aber halt die eleganteste. Wie man es halt machen kann, ist mit unterschiedlichen Strategien. Das heißt, ich gehe hier auf neue Strategie und nenne die halt Strategie 2. Nur mal als Beispiel. So, und wenn ich jetzt halt im DAX war ich, ne? Ich jetzt hier den DAX nochmal aufmache, dann habe ich einmal halt hier meinen Trade von eben, der ist long. So, und hier in meiner S2-Strategie steht auch hier bei Pool steht es auch nochmal dabei, wie die Strategie halt heißt. Dort erscheint dieser Trade nicht. Ne? Und so kann ich halt dann auch zum Beispiel gleichzeitig Short und Long, ohne mich halt hier zu beeinflussen und kann halt auch doppelt akkumulieren. Das heißt, ich kann halt hier machen mit Short, was ich will und hier mit Long, was ich will. In zwei verschiedenen Charts, auf einem demselben Konto, ohne dass ich die Hedge-Funktion nutze. Also das heißt, ohne den Single-Hedge-Modus, so kann ich halt ganz bequem entsprechend beide Richtungen halt machen. Ne? Das ist, finde ich, die eleganteste Variante, wie man das machen sollte. Also wie gesagt, hier hatten wir aber auch schon ganz vielen Helpdesk-Webinaren, einfach neue Strategie, die dann halt entsprechend anlegen oder generell mit Strategienamen halt arbeiten und sich dann damit halt sortieren. Das finde ich halt wirklich am allersaubersten. Einfach mal ausprobieren. Am besten irgendwie im Demo erstmal und dann sollte man sich damit schon zurechtfinden, denke ich. Genau, also das mit den Außenstäben schreibt der Timo gerade nochmal. T-Toolbox, genau, die Toolbox vom
Timo, wie ich vorhin schon gesagt habe. So. Andreas fragt bezüglich seines Problems mit der Teilschließung, ob da Bilder ausreichen oder ein Video besser wäre. Ja, wenn die Bilder halt, ich sag mal, sequenziell sind, ne, dann reicht das natürlich auch. Also, wenn man daraus halt ableiten kann, wie die Hergangsweise halt war. Und dann reicht es natürlich auch mit Bildern. Es muss nicht zwingend ein Video sein. Dann, wenn ich mich nicht verguckt habe, hätten wir alle Fragen soweit beantwortet. Wir haben tatsächlich noch Zeit. Sie haben die Möglichkeit, da noch Fragen reinzustellen. Ansonsten hat Dirk heute mal früher Feierabend. Genau. Genau, also der Udo fragt ja, bei mir verschwinden die Kerzenfarben immer, ne? Also wenn man halt irgendwie mit eigenen Farben halt arbeiten will, sollte man vorher unbedingt hier bei den Einstellungen Layout Chartthema auf Custom stellen, ne? Und dann kann man an den Kerzen auch rumoperieren und dann sollten die Farben halt auch gespeichert werden. Also was auch immer ich dann halt hier einstelle und ich dann halt irgendwie sage, also ich hätte gern irgendwie ach hier die Superfarben vom Standardfarben vom MetaTrader unglaublich geschmackvoll sind, wenn ich das ausgedacht hat. Das wissen wir. Kriegt er jedes Mal eine Störung, wenn das so aussieht. So, das heißt, mal gucken, ob das funktioniert jetzt hier ohne explizites Speichern. Ja, ne? Dann bleiben halt auch die Farben. Aber wie gesagt, wichtig dafür ist entsprechend bei Layout auf Custom zu stellen. Weil ansonsten, wenn natürlich halt hier zum Beispiel halt eins von den Themes geladen wird und dann werden natürlich dann halt irgendwie eigene Farben dann halt überschrieben. No. Udo. Okay. So, wie kann man bei verketteten Orders im Nachhinein feststellen, welche verkettet sind? Gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Fragt der Martin. Tatsächlich nicht. Also, das ist ja ohnehin eine Funktion, die natürlich nur durch so ein paar Spezialdinge halt im Istio Trader halt ja auch dargestellt werden. Und von daher, das ist ja kein Attribut, was man manuell vergeben kann. Aber tatsächlich kann man das halt nicht sehen, das stimmt. So, die Jessica fragt ja auch, bei mir ist manchmal das Netting automatisch drin, wie kann man das ausstellen? Ne, wie eben gezeigt, also durch Umstellen von dem Handelsmodell. So, hier, da kann man, nur da lässt sich das ändern, ansonsten ist es immer automatisch drin. Also hier Handelsmodell, da entsprechend halt auswählen, wenn man kein Netting haben will und dann ist es halt auch entsprechend raus. Und das ist nicht manchmal drin, sondern eigentlich, wenn der Future-Modus halt aktiviert ist, der Stereo-Future-Modus, dann ist es natürlich entsprechend dann auch immer drin. Inversion 2608 sind die quadratischen Kästchen an der richtigen Stelle, bei 2612 sind die oft an falscher Stelle. Ja, wie gesagt, ne, ich kann es bis jetzt absolut nicht nachvollziehen, wann irgendwie die halt nicht mehr da sind, wo sie hin sollen. Ich krieg's nicht zusammen. Sonst wäre es schon behoben. Martin, er fordert mich hier raus. Wie kann man, wenn man mit verschiedenen Pools, Strategien arbeitet, eine Position von einer Strategie in eine andere verschieben? Gar nicht. Geht nicht. Der Hintergrund ist halt der, die Information über die Strategie ist auf dem Server beim Broker hinterlegt. Und die kann ich nicht ändern. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. So, und der Michael, das ist auch mal schön. Vielen Dank für Ihre Zeit. Der Stereo Trader ist wirklich ein Traum. Das ist schön. Dankeschön. Das freut mich doch. Da ist noch eine Ergänzung von Ercolino 18:40 zu seiner Frage vorhin. Unter Order bearbeiten kann ich unter Order mit. Wovon reden wir hier? Das wäre jetzt mal wirklich die Frage. Reden wir
Also er sagt, unter Order bearbeiten kann ich als LTP Trailabstand BE-Schutz ändern, aber nicht Trail beginnen. Reden wir von Einzelpositionen? Weil, ne, das ist ja keine Geschichte, die jetzt hier im Stereo-Future-Modus stattfindet, sondern wenn, dann würden wir da über den Single-Hedge-Modus reden. Deswegen wäre schon immer wichtig, das halt mit dazu zu tun. Also, weil hier wäre es ja so, wenn ich jetzt hier als Beispiel irgendwie eine Position mache, eine Einzelposition, so, und da ist der Trailbeginn. Ja, da hat er recht. Okay, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Das Feld ist gesperrt. Warum auch immer. Das ist natürlich Quatsch. So, also nicht Quatsch vom Fragesteller, sondern natürlich Quatsch, dass es gesperrt ist. Und ich notiere mir das eben auch. Trail beginnen. Weil ich muss halt zugeben, ich arbeite halt nie mit dem mit Einzelpositionen, sondern immer nur akkumuliert. Deswegen fällt mir sowas auch nicht auf. Okay, dann haben wir es doch wenigstens gefunden, ne? Ja, super. Genau. Ja, dann haben wir das übrigens, ne? Weil hier klar, in der Voreinstellung ist es drin, dort kann ich halt irgendwie die Position direkt so reingeben, aber halt hier, warum auch immer, hängt es damit zusammen? Nö, war nicht. Weiß ich nicht. Also, ne? Auf jeden Fall halt irgendwie unrichtigerweise deaktiviert. Gut. Ja, nochmal. Eine Aufforderung, Fragen zu stellen. Nee, sonst machen Ansonsten, wir einfach keinen Feierabend. doch, ich gönne dir das sehr, sehr wohl. Weißt du, wie Aber viele Webinare ich gehabt habe die letzten Tage? Und morgen früh willst du mich schon wieder? mit mir zu wenig. Ja, das okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Nein, also ich schau mal, wenn jetzt nichts mehr reinkommt, dann war es das tatsächlich. Haben wir auch einiges geschafft heute. Genau. Eine Minute warten wir noch und dann, dass derjenige auch zu Ende schreiben kann. Ansonsten, wie du gerade schon angedeutet hast, sehen wir uns oder sehen wir dich und hören uns morgen im Live-Trading. Genau. Und wenn jetzt doch noch Fragen auftauchen, dann gerne eine E-Mail an service@fxflat.com. Wir versuchen das dann mit Ihnen zusammen zu klären und ansonsten gerne auch mit Hilfe von Dirk und Timo. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle. Es sind keine weiteren Fragen gekommen, deswegen können wir das Webinar jetzt hier an der Stelle beenden. Vielen, vielen Dank, Dirk, für deine Zeit und für die Antworten. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die Fragen und das Interesse. Morgen früh geht es entsprechend weiter, 8:45 mit Live-Trading mit Dirk. Und Dirk, du hast das letzte Wort. Schönen Abend. Dankeschön. Hast du wieder clever eingefädelt, ne? Jetzt muss ich wieder den Schluss machen. Nein, aber von meiner Seite aus, natürlich auch nochmal, nein, also, oh, ich kann nicht mehr reden. Ne? Ich habe die letzten Tage einfach zu viel geredet. Von meiner Seite auch natürlich, danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht und ich denke, wir konnten ja auch so ein paar Sachen hier beantworten. Und wie der Nelson schon gesagt hat, wer will, möchte und kann, dann gerne morgen früh um 8:45 Uhr in neuer alter Frische hier zur Markteröffnung. Ich freue mich. Bis dann, euch einen schönen Abend und bis dahin. Und danke, Nelson, ne? Wir sehen uns morgen. Danke auch. Ciao.